Genau. Gut. Ja, hi Christian, wie Hallo. geht's? Danke, gut. Gut, wir wollen ganz kurz über Infusionsoft sprechen. Du bist ja einer unserer ersten Kunden, Nutzer von Infusionsoft. Verstellst dich mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du so? Mein Name ist Christian Wolf, ich bin SEO-Experte und Conversion-Profi. Das heißt, ich habe zwei Firmen, eine im Bereich SEO und Linkbuilding, mit der ich auch mit dir zusammenarbeite. Und ein weiteres Projekt, das ich im Alleingang mache. Und da geht es darum, dass mir Werbetexte und Kunden anbieten. Verstehe. Wieso hast du dich für Infusionsoft entschieden, wäre die nächste Frage. Also grundsätzlich war, wir haben vorher eine Standalone-Lösung gehabt mit E-Mail-Marketing und die Spamfilter sind irgendwie in der letzten Zeit sehr viel schärfer geworden. Ja. Und ich habe eine Aussendung gemacht und auf einmal wurde meine ganze E-Mail-Adresse gesperrt. Ich Okay. konnte zu Gmail nichts mehr hinsenden, ich konnte zu verschiedenen E-Mail-Anbietern nichts mehr versenden, weil die alles geblockt haben, weil wir als Spammer definiert wurden. Und das Schlimme war, der ganze Server wurde von uns blockiert und wir konnten gar nichts mehr senden. Also auch nicht mehr über unsere Produktiv-E-Mail-Adressen. Keine Rechnung mehr Und und so weiter und so fort, oder? genau, keine normalen E-Mails mehr und so weiter. Und Ja. das hat die Entscheidung erst einmal schon mal, da war Erleichtert. ab dem Zeitpunkt war klar, genau, ab dem Zeitpunkt war klar, Okay. wir brauchen einen Service, der das Ja. macht. Und dann habe ich von dir ein paar Beispiele gesehen, was man da alles machen kann, wie krank, dass man da die einzelnen Prozesse automatisieren kann. Ja. Und wir machen viel auch mit dem Telefon und E-Mail-Marketing mit Telefon kombinieren, diese Möglichkeit auszuschöpfen, ist eine riesen, riesen Geschichte. Und deshalb haben wir dann gesagt, okay, es scheint kompliziert zu sein in der Einrichtung, aber das ist es uns wert und langfristig ist es sicherlich was, wo man Geld einsparen kann und wo man auch den Umsatz nach oben bringen kann. Verstehe. Ja, die Situation vorher hast du ja schon so ein bisschen angedeutet. Wie war der Automatisierungsgrad vielleicht auch? Habt ihr sehr viel per Hand dann gemacht, logischerweise, was ihr jetzt nach und nach automatisieren könnt? Genau, also zuvor war es so, dass viele Sachen einfach nicht losgestartet sind. Ja. Wir haben also viele Listen aufgebaut und da sind dann hinterher keine E-Mails gekommen. Ja. Und wie gesagt, auch das Thema Blocking war ein Problem. Insofern, E-Mail-Marketing war quasi nicht existent bei uns. Wir haben sie zwar eingesammelt, ja, aber nicht durchgeführt. Und wenn man dann schon für eine Software gutes Geld im Monat bezahlt, dann ist auch die Motivation höher, dass man sie auch nutzt. Das ist mal das eine. Und das zweite ist einfach, dass man über diese Tagging-Funktion bei Infusionsoft nicht mehr verschiedene Listen braucht, sondern man macht einfach die Tags und kann dann verschiedene Prozesse einfach anstarten, weil der einen Tag hat und so weiter. Genau. Das sind also haben die hier sehr viel leichter funktionieren als mit einer normalen Genau. Das ist ja einer der Marketing. großen. Und dann auch dran die ganzen Prozesse. Ja. Genau. Die Verbindung ist gerade ein bisschen schlechter, aber ich denke, passt schon. Das ist ja einer der großen Vorteile von Infusionsoft eben, dass man eben nicht dieses Listendenken hat, sondern eben wirklich die Kundendatensätze hat, aber denen dann eben verschiedene Tags zuweist. Und das sind ja dann auch Wenn-Dann-Geschichten. Ich möchte bitte den Leuten, die den Tag haben und den nicht, eine E-Mail schicken oder einen Prozess mit denen starten und so weiter und so fort. Ja, was hat sich denn geändert bereits? Ihr seid ja noch relativ frischer Kunde, logischerweise, aber was ist denn schon absehbar, was sich geändert hat durch die Implementierung von Infusionsoft bei euch? Na, wir haben jetzt die ersten Prozesse mal angelegt. Ich muss mal kurz hier wegdrücken. Das musst du halt dann rausschneiden. Ja, mal gucken, ich lasse es wahrscheinlich drin. Ich habe eigentlich Personal hier sitzen, aber die gingen gerade nicht ran. Alles klar. Okay. Ich habe es gerade schon angedeutet. Hörst du mich? Ja. Ja. Okay, jetzt war bei mir die Verbindung schlecht. Also wir haben, wie war die Frage nochmal? Was hat sich durch Infusionsoft geändert? Ah ja, okay. Die Prozesse kann man und werden wir auch nach und nach automatisieren. Und die Zustellrate der E-Mails, also in erster Linie, was ich jetzt sofort sagen kann, die E-Mails gehen durch. Ja.
Ja, das ist mal der erste und das ist auch eigentlich der wichtigste Faktor. Denn was bringen wir eine super Automatisierung, wenn die E-Mails zum Schluss nicht geöffnet werden und nicht gelesen werden? Und wir haben gemeinsam den Launch gemacht und da haben wir eine Erreichbarkeit von 40, 50% sowas. Also das war schon richtig gut. Eine Öffnungsrate von 40, 50%. Erreichbarkeit ist ja meistens noch größer, das sind dann irgendwie 98% oder 99% statistisch. Die gehen ja Genau. alle rein, ob sie gelesen werden, ist ja dann immer noch die nächste Frage. Genau, also die Öffnungsrate der E-Mails, die war sehr, sehr hoch und wir haben gute Erfolge auch erzielt. Und das ist mal das allererste, ja, im Gegensatz zu der alten Lösung. Und was wir vorhaben zu machen, ist einfach immer weiter diesen Prozess zu optimieren. Und wir haben also ganz, ganz viele Ideen, wie wir die entsprechenden Produkte, ja, über verschiedene Qualifizierungen dann ansprechen. Also wenn einer sich, wir werden so eine Weiche einbauen, wo man so sagt, welche Themen interessieren Sie, und wenn der Kunde den einen Link anklickt, dann kriegt er einen Tag und dann läuft er in der Schleife drin, dass genau dieses Thema für ihn dann beackert wird. Und wenn er dort fertig ist und dieses Ding gekauft hat, kriegt er einen Tag und dann kommt er aus dieser Liste raus und geht in die nächste rein. Und diese Sachen, da sind wir gerade dabei, das aufzubauen. Aber wie gesagt, wir sind noch recht frisch dabei. Insofern habe ich da jetzt noch keine Erfolgsstory, aber die Story, und das ist ja das Wichtigste, die E-Mails werden gelesen und sie gehen rein und gehen durch. Ja, und die Möglichkeiten, die man dann technisch hat, sind natürlich ziemlich krass. Genau, das wäre doch meine nächste Frage. Denk mal so ein Jahr weiter. Was werdet ihr alles automatisiert haben? Wie wird das Business dann dadurch sich verändert haben durch diese Nutzung von Intrusionsoft? Also, ich bin bei uns der Hauptmarketing Chef, sage ich mal, Marketing Director. Das heißt, ich bin der am Telefon den ganzen Tag sitzt und ich habe teilweise 5, 6, 7 Telefontermine und jeder dauert circa eine Dreiviertelstunde, eine Stunde. Und ich habe zwar eine gute Abschlussquote, aber ich möchte mehr Zeit haben. Ich möchte mehr Zeit, also mehr Zeit fürs Business haben, am Business zu arbeiten und nicht mehr so viel in der Tretmühle setzen. Und wir werden das so machen, dass wir ganz, ganz stark diese Telefonanrufe einschränken und uns dadurch sehr viel Zeit sparen. Viele Sachen sollen vorher schon passieren über Infusionsoft, dass die Leute automatisch aus der E-Mail heraus schon kaufen. Ja, ist bei uns ein bisschen schwierig, weil wir mit Suchmaschinenoptimierung ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt haben, wo die Leute auch Vertrauen finden müssen. Aber ich glaube, das schaffen wir, ja, mit den entsprechenden Kreisen, wie ich es gesagt habe, mit den Qualifizierungskreisen, und dann eben nur noch die Leute anrufen, die tatsächlich eine Entscheidung brauchen. Genau, wo man ein bisschen nachhelfen muss vielleicht dann. Also genau die Leute, die schon kurz vor der Entscheidung und die schon wissen, aber noch nicht wissen, was sie brauchen. Und dann reduziert sich erstens der Außenrum-Erklärungsaufwand, weil man den vorher schon qualifizieren mit Webinaren und mit E-Mails. Und dann geht es nur noch darum, welches Produkt ist für ihn wichtig und wie kommt er zum Abschluss. Und dann habe ich die Zeit und vor allem dann kommt auch direkt der Umsatz rum. Dann verplempere ich keine Zeit mit irgendwelchen Leuten, die zum Schluss nicht kaufen. Ja, verstehe. Okay, sehr gut. Das ist genau der richtige Weg, denke ich. Machen wir ja im Prinzip ähnlich. Ja, eine Frage hätte ich noch. Wie war denn die Zusammenarbeit mit uns aus deiner Sicht? Haben wir dir bei der Umsetzung ausreichend geholfen? Also was mir sehr, sehr stark geholfen hat und was auch eine große Erleichterung war, ist, dass der Aufbau der ersten Marketingkampagne, ja, dass die ersten Schritte im Prinzip done for you, also für mich gemacht wurden, aber so, dass ich mit dabei sein konnte. Also wir haben da eine Teamviewer-Konferenz gemacht und der Johannes Link hat das mit mir gemeinsam eingerichtet und mir ganz genau erklärt, wo es geht. Und dann ist die Berührungsangst vorbei. Ja, Genau. das ist nicht mehr so, dass es zu kompliziert ist und dass man sich überlegen muss, oh Gott, ich stehe vor einem riesen Turm und weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, es ist ein riesen Berg, sondern es ist, und er hat im Prinzip mit mir die erste Kampagne angelegt, die dann auch wirklich Umsatz schon generiert hat, komplett von null auf, und ich musste nur noch die Texte einstellen und Super, dementsprechend, und das ist natürlich ein riesen, riesen Vorteil. Ja. ja. Und aufgrund dieses Beispiels in der Firma, es ist nicht irgendwas, wo ein Kurs erklärt, wo irgendjemand seine Beispiele macht, sondern er macht es genau für mich abgestimmt. Ja. Es war genau für mich abgestimmt. In dem Augenblick, meine Bedürfnisse wurden da berücksichtigt. Und
das hat mir echt was gebracht und ich muss nicht irgendwie dann selber nochmal überlegen, wie die Kampagne ich jetzt umsetzen muss, dass es für mich passt, sondern es war genau abgestimmt und darum konnten wir sofort arbeiten. Und da jetzt anzubauen, ist relativ easy. Okay, super. Das war genau das, was wir natürlich auch leisten wollen mit weiteren Kunden von Intrusionsoft in den Workshops, dass man wirklich deren Business in Intrusionsoft bringt. Das geht auch nicht anders. Sonst gibst du ja nach 3 Wochen wieder auf. Ja, Und genau. das ist ja das, was wir gerade nicht wollen. Okay, super, danke. Ja, letzte Frage. Wenn jemand überlegt, vielleicht in deiner Situation hat ein Business am Start, was vielleicht relativ viel Aufwand in der Akquiseaufwand quasi mit sich bringt, was würdest du raten? Soll er Intrusionsoft nutzen oder nicht? Ja, die Frage stellt sich eigentlich fast schon nicht mehr, weil klar, also wir haben eine gute Erfahrung damit gemacht. Für jemand, der nur eine E-Mail-Liste braucht, ist es sicherlich nichts. Ja, also wenn, dann soll er auf Clicktip oder auf GetResponse oder so gehen. Aber jemand, der wirklich ernsthaftes Marketing machen will und auch kein, für den ist es die perfekte Lösung, weil es hat jemand in deinen Kommentaren zu der Webseite schon geschrieben, in der heutigen Zeit muss man überall präsent sein. Ja? Du musst überall in Facebook, in Twitter, überall musst du deinen Senf ablassen, damit du in den ganzen Kreisen drin bist. Das ist Zeit, die unglaublich viel kostet, also unglaublich viel Zeit, die man da braucht. Und dann noch E-Mails und Telefonanrufe umsonst zu machen, ist einfach nimmer drin. Und ich glaube, dass immer mehr diese Software auch nutzen werden und dann ist man der Einzige, der es nicht hat und kann man sich dann auch da auch nicht mehr leisten, weil die anderen einfach aufrüsten. Also es ist eine Geschichte, die auf jeden Fall zukunftsweisend ist und die Funktionen sind einfach krank. Ja, also es ist echt Wahnsinn. Es ist echt Wahnsinn, was man damit machen kann. Und wenn man ein bisschen so in die sich überlegt, so ein bisschen eine Vorstellungskraft hat, ja, was man wie machen könnte, dann hat man unbegrenzte Möglichkeiten und kann wirklich ganz, ganz tolle Sachen machen. Also Super. für den einfachen E-Book-Verkäufer mit 27 Euro ist es sicherlich nichts, aber jemand, der ein Business am Start hat und viel telefoniert, viele E-Mails schreibt und so weiter, ist es die perfekte Lösung. Würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Alles Und die klar. Zusammenarbeit mit euch, da gibt es dann auch keine Berührungsängste mit Englisch und so weiter, denn es sind deutsche Ansprechpartner. Ja. Ist auch ein ganz, ganz großer Vorteil. Ich weiß nicht, ob ich mir ein englisches Teaching von irgendjemand aus den USA angetan hätte, der mich dann 2 Stunden lang irgendwie auf Englisch besulzt. Ich kann zwar Englisch, ja, aber es ist trotzdem eine Berührungsangst da. Und mit euch als Partner ist es auf jeden Fall perfekt. Super, danke. Gerne. Dann viel Erfolg mit der Zwischensoft und bis zum Euch nächsten auch Mal. beim Lunch. Ja, Tschüss. ciao. So, okay, danke.